Herzlich willkommen. Ich würde ja gerade schon fast sagen, jetzt hatte ich 1,5 Wochen doch nicht mehr digital und schon habe ich es wieder verlernt. Herzlich willkommen an all die Interessierten hier an der TAF. Vielen, vielen Dank für die Einladung von Ihrer Seite, hier sprechen zu dürfen. Mache ich super gerne. Ja, ich habe gerade vernommen, Sie feiern 10 Jahre TAF. Ja, wir feiern gerade 30 Jahre Fachhochschule Erfurt. Und nachdem ich jetzt so ein bisschen parallel beschäftigt war, mich hier zu organisieren, habe ich nur am Rande so mit einem Blick mitgekriegt, woher Sie alle kommen und ein bisschen mehr die Branche. Das war jetzt alles ein bisschen schnell. Aber es hat geklappt. Ja, wie gesagt, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zum HR im Wandel, wichtige Trends für die Zukunft. Und ich wurde ja gerade schon so wahnsinnig nett vorgestellt. Ja, mein Name ist Sabine Brunner. Ich bin an der Fachhochschule Erfurt hier für das Fach Personalmanagement zuständig im Bereich Wirtschaft. Und Sie haben ja noch so viele Sachen von mir gesagt. Ich bin froh, dass Sie jetzt nicht gefragt haben, wie alt ich bin. Da bin ich wirklich froh. Denn das klang ja schon so, wie wenn ich so ein Ultra-Urgestein bin, wenn ich da so zuhöre. Das hoffe ich, bin ich noch nicht, aber generell ja, freue ich mich jetzt, Ihnen ein Thema nahezubringen, was uns, glaube ich, zumindest für die, die im HR sind oder im Personalmanagement sind, alle extrem beschäftigt. So eine kurze Übersicht, dass wir immer mal wissen, woran sind wir denn oder an welchen Stellen wo sind wir gerade, so eine kurze Agenda. Aber auch dann später, wenn wir dann diskutieren, vielleicht noch so ein bisschen so die Anhaltspunkte, die uns da alle so beschäftigen. Auf die Diskussion freue ich mich am allermeisten. Ja, ich hoffe, dass wir, dass jetzt nicht nach einer halben Stunde einfach alle gehen und sich dann wieder ihres Tagesgeschäfts zuwenden, sondern eigentlich aus der Diskussion lebt ja auch ein Vortrag. Beziehungsweise das, was ich Ihnen erzähle, ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ich habe es nicht erfunden, sondern am Ende das, was ja der Wissenschaftler macht, einfach an vielen Stellen Themen zusammengetragen. Ich glaube, auch am Ende gibt es jetzt so von mir gar nicht viel zu erzählen. So dieses, ja, so diese Liebe zu dieser virtuellen und auch agilen Welt, in der wir leben, die verändert sich gerade schon wieder bei mir so ein bisschen, ja, weil so neue Themen und Trends wieder aufpoppen, die hier noch gar nicht so dabei sind, nämlich das Thema, aber das können Sie alle selber aus dem Unternehmen später dann in die Diskussion mit einbringen, das Thema Gesundheitsmanagement und Achtsamkeit. Ja, wir haben durch die Corona-Pandemie sicherlich alle an vielen Stellen Erfahrungen gesammelt und da gilt es dann auch zwischendrin mal zu sagen, wie gehen wir denn eigentlich jetzt im Personalmanagement weiter? Und ich habe das Gefühl, dieses Tempo, das wir schon hatten und das ich auch toll finde, fand, ja, in der Form oft gar nicht mehr bespielen können. Also jetzt erzähle ich Ihnen einfach ein bisschen was zum Thema VUCA-Welt und was so um die VUCA-Welt sonst noch so passiert. Es gibt was zu aktuellen Trends und die Herausforderungen für das Personalmanagement, Handlungsfelder, die derzeit das Personalmanagement beeinflussen. Und auch natürlich dann Herausforderungen nochmal im Sinne von klassischen, aus diesen Handlungsfeldern abgeleitet. Jetzt hoffe ich, dass das, was ich hier vorhabe, klappt. Ansonsten müssen wir es jetzt irgendwie überspringen. Können Sie das sehen? Hören?
Ja, warum beginne ich mit einem Video über VUCA? Also VUCA ist aus meiner Sicht also dieses Akronym für die Welt, in der wir uns derzeit befinden. Ja, also V steht ja für dieses Volatile, für die Schnelligkeit, U für die Unsicherheit, K für Komplexität, in der wir sind, und A für die Widersprüchlichkeit. Und aus meiner Sicht hängt die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, des Mittelstands wirklich vom Personal ab. Und diese Folie hatte ich auch schon vor 1,5 Jahren, also schon vor Corona, weil ich die da schon faszinierend fand. Also VUCA, dieser Begriff, den, sagen so 2014, 2015 haben wir begonnen, über VUCA zu sprechen, über diese VUCA-Welt. Und mit Corona, glaube ich, ist uns allen bewusst geworden, was es bedeutet, in einer solchen Welt zu leben. Und wir eben selbst im Moment gar nicht wissen, wie können wir in die Zukunft schauen. Ja, also ich glaube, bis Corona hat man irgendwie so eine Art Sicherheit in vielen Dingen. Wie geht es weiter? Wir konnten ein bisschen was, auch was wir jetzt vielleicht weitersehen werden, über, ja, über die Veränderung der Arbeitswelt sprechen. Wir hatten so Begrifflichkeiten, die uns zu der Zeit in irgendeiner Form überrascht haben. Ich möchte da gleich auch so ein Stück einsteigen. Also VUCA als Akronym für die Welt, in der wir alle gerade leben, nicht nur das Personalmanagement. Ja. Aber umgekehrt macht es wenig Sinn, das Personalmanagement zu betrachten, ohne diese Welt im Blick zu behalten, in der wir sind. Und als ich vor 1,5 Jahren hatte ich den Vortrag oder so eine Art Vortrag schon mal vorbereitet, ich habe jetzt auch wirklich ein paar Folien nochmal rein, weil damals fand ich manche Sachen selber irgendwie schon so total abgespaced, ja, einfach so verrückt, zumindest sich vorzustellen, was sich da alles verändern wird. Aber das kommt dazu. Es hat sich nur ein bisschen verändert durch Corona. Also es gibt ja schon mittlerweile Supermärkte, wo wir über Touchscreens unsere Ware eingeben und wir die dann vorne irgendwo abholen können. Das war alles schon vor 1,5 Jahren mal gedacht, was sich in den letzten 1,5 Jahren uns angeboten hat. Ich glaube, da waren wir alle fasziniert, was möglich war. Ja, einkaufen in den letzten 1,5 Jahren, von klassischem Internet bis über Lieferungen, bis über teilweise Selbstabholungen, teilweise über gar nichts mehr einkaufen können. Ja? Also all diese Themen waren widersprüchlichst. Wir hatten über Veränderung der Arbeitswelten gesprochen, noch vor 1,5 Jahren, dass wir gesagt haben, wie sieht denn eigentlich so die Idee des Zukunftsautos aus, ja. Mittlerweile haben wir schon wieder ganz andere Gedanken, die uns beschäftigen. Wie können wir generell Fachkräfte insoweit durch Maschinen ersetzen, wie jetzt hier auch zum Beispiel durch Drohnen, durch Roboter. Das war so die Welt, innerhalb derer ich vor 1,5 Jahren dachte, wow, alles muss ein bisschen abgespaced und hier soll man Personalmanagement irgendwo noch unterbringen. Wenn ich mir die aktuellen Megatrends und Herausforderungen fürs Personalmanagement anschaue, würde ich nach wie vor sagen, es sind diese vier klassisch: Digitalisierung, nach wie vor, sicherlich nochmal in einer ganz anderen Dimension. Es ist nach wie vor das Thema Demografie, was uns belastet, beschäftigt im Personalmanagement. Demografie dahingehend, dass ich immer wieder denke, wir wissen, wie, also das Dritte so in klein, es ist einfach, Sie können ja alles nochmal irgendwo nachlesen oder auch den Vortrag sich dann gerne auch nochmal irgendwo runterziehen. Wir wissen alle, wie die Demografie so sich die nächsten Jahre entwickelt wird. Wir haben ja jetzt schon aktuelle Zahlen. Wir wissen, wie viele Menschen im Moment geboren werden und uns damit in 20 Jahren so als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ja? Das Einzige ist, wir wissen noch gar nicht, wie und wo. Wir haben einen Wertewandel zu verzeichnen, der schneller kam, als wir es uns vorstellen können. Ja, Wertewandel, aber natürlich auch nicht nur dahingehend, dass wir sagen, wir können arbeiten, wie wir wollen. Und natürlich die Globalisierung. Das sind alles so Themen, mit denen wir uns im HR beschäftigen und die natürlich auch die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen arbeiten und miteinander interagieren, extrem belasten und aber auch bestimmen.
Veränderungen, die sich daraus ergeben, sind auf jeden Fall mal diverse Belegschaften. Ja, ich hoffe, wir können da nachher noch ein Stück weit diskutieren darüber. Wesentlich kürzere Innovationszyklen, veränderte Kompetenzen, die wir brauchen und auch auf schnelle Art und Weise Menschen beibringen mussten. Wegfallende Aufgabenbereiche und natürlich auch das Entstehen von neuen Jobs. Ganz neue und neuartige Aufgabengebiete, digitale Workflows, Tools und aber auch Robotereinsätze, Anforderungsprofile, die neu entstehen und auch neue Arbeitsformen. Das wären so die Veränderungen, auf die wir jetzt blicken können, wenn wir uns mal anschauen, welche derzeitigen Handlungsschwerpunkte das Personalmanagement beschäftigt, dann können wir sagen, zunächst einmal die Arbeitsorganisation, auch Begrifflichkeiten wie New Work. Also New Work ist ja eigentlich erstmal nichts anderes als sowohl die Arbeit als auch die Arbeitswelten anders zu organisieren. Wir haben die Digitalisierung von HR-Prozessen und aber auch letztendlich HR-Controlling, also die Analyse von HR-Prozessen, von HR-Zahlen und Fakten. Wir haben ein Change Management, die Organisationsentwicklung teilweise muss nochmal neu überdacht werden und wir haben Aufgaben wie die interne Kommunikation, die natürlich jetzt aufgrund der Virtualisierung, aufgrund dessen, dass wir teilweise in manchen Unternehmen Kollegen und Kolleginnen wenig gesehen haben, nochmal viel stärker im Vordergrund stehen. Wenn wir mal gucken, was so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, in den letzten 1,5 Jahren sind Begrifflichkeiten wie Employer Branding und auch Recruiting, ja, die sind nach hinten gerutscht und sind auf der anderen Seite doch wieder ganz akut. Und das ist das, was aus meiner Sicht in der VUCA-Welt das Widersprüchliche ist. Wir müssten uns eigentlich im Moment um alles gleichzeitig kümmern. Und das macht das Ganze auch wieder extrem komplex. Was heißt das, wenn wir den Perspektiven vornehmen müssen? Bitte? Nochmal? Gibt es Fragen im Chat? Gibt es jemanden, der gerne was dazu sagen möchte? Oder war einfach nur irgendein Lautsprecher nicht an oder aus? Alles gut, Frau ich mache Puma. weiter. Ja? Genau, Frau Puma, es war nur eine Störung durch den Lautsprecher. Alles gut. Also es darf auch jeder zwischendrin was fragen, ja, auch wenn wir nachher diskutieren. Also wenn Sie irgendwas nicht verstehen, einfach fragen. Meistens sehe ich, ich habe so viele Sachen hier offen, dass ich mich freuen würde, wenn jemand mich darauf aufmerksam macht. Also was sicherlich ein großes Thema ist, dass wir mehr und mehr schauen müssen, ist der Mensch, mit dem wir letztendlich auch produzieren, und der auch unser Leistungsträger ist, in den Mittelpunkt rutschen. Auch aufgrund der Demografie, die da derzeit ist und uns beschäftigt. Wenn wir jetzt nochmal gucken, welche ganz aktuellen Handlungsfelder das Personalmanagement jetzt so nach der Corona-Krise beschäftigt. Und ich sage immer wieder, dass es erstmal, ich sage jetzt mal, ein praktisch-wissenschaftlicher Blick darauf. Ja, deswegen ist es sicherlich auch mal interessant, diesen Blick zu werfen. Ist es vor allem die Sinnhaftigkeit, also der Purpose, warum Menschen arbeiten, warum Menschen überhaupt arbeiten wollen, diese Frage hat sich für viele während der Corona-Pandemie gestellt. Ja, also die Zeiten, die wir hatten, zum Teil zu reflektieren, weil wir auch Menschen nicht treffen konnten, hat eine unendliche Bewegung dahingehend gestartet, sich zu überlegen, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Ja, und wenn ich mir vorstelle, das muss ich, was weiß ich, entweder wenn ich jung bin, ein Leben lang machen oder nochmal 10 Jahre oder was auch immer, dann war das ein Wahnsinnsthema, mit dem sich die Unternehmen zum Teil auseinandersetzen müssen, weil der Mitarbeiter, der jetzt nach Corona zurückkommt, nicht mehr der Mitarbeiter ist, der er war, ja, aufgrund der Erfahrungen und Erlebnisse, die er gemacht hat. Auch wenn wir immer ganz gerne, also es gibt ja so ein Stichwort wie Back to New Normal, ja. Was ist ein neues Normal? Ist jetzt das Neue, was ist normal? Das ist ja immer sehr so fraglich auch. Dann das Prepare. Prepare steht für das, dass wir sagen, was müssen wir eigentlich an Wissen auch noch
aufholen, wie müssen wir uns vorbereiten, aber nicht unbedingt auf die nächste Pandemie oder auf die nächste Krise, sondern generell, wo sind eigentlich Defizite, die wir haben? Im Bereich Wissensmanagement, im Bereich Automatisierung, im Bereich Rekrutierung. Dann haben wir das digitale Personalmanagement. Und auch hier digital heißt ja nicht nur, dass wir Prozesse digitalisieren sollten, müssen, ja, sondern auch, dass wir überhaupt Menschen dahingehend befähigen, digitale Prozesse zu benutzen und digitale Themen zu bedienen. Also das ist ja ein bisschen so zwiespältig. Es ist ja zum einen, ich bin jetzt seit 2 Jahren an der Hochschule hier in Erfurt, und es gibt an vielen Stellen Prozesse, die digitalisiert werden im öffentlichen Dienst und gleichzeitig aber niemand, der sie eventuell bedienen könnte. Also wir können Prozesse nicht digitalisieren und gleichzeitig Menschen dahingehend aktivieren, die auch zu übernehmen, diese Aufgaben. Dann rückt natürlich noch was wieder zentraler in den Mittelpunkt, auch wenn es spannenderweise von den Unternehmen aufgrund all dem, was passiert ist, wieder nach hinten rutscht, ist es Recruiting und Employer Branding. Recruiting eben Begrifflichkeiten wie Employee Experience. Viele Mitarbeiter können sich heute auswählen, wo sie arbeiten wollen, und suchen natürlich da auch nach einem Unternehmen, wo es sich wiedererkennt, sogar wieder beim Wertewandel. Welche Marke vertrete ich eigentlich als Unternehmen? Ich war am Wochenende in einer Veranstaltung, waren ausschließlich Teilnehmer aus sozialen Unternehmen, wo es so noch mal schwieriger ist, auch als Unternehmen so eine Art Marke zu etablieren, wenn gesellschaftlicher Problem mit einem Beruf ist. Ja, also auch da diese Form von Diskrepanzen bei uns im Moment. Dann Thema Diversity, plötzlich wieder nach oben gepoppt, obwohl es ja eigentlich schon immer Thema ist, worüber wir nachdenken sollten. Es gibt Unternehmen, die arbeiten mit bis zu 52 Nationen. Ja. Und wir haben natürlich auch noch ganz generell diese Future of Work, wie geht's weiter? Aber auch hier, wenn ich eine Glaskugel hätte, ich wollte vielleicht auch gar nicht reinschauen. Ja. Was bedeutet das jetzt alles nochmal? Ich habe jetzt mal so 4 Trends mir ausgewählt, die aus meiner Sicht ganz interessant sind. Einmal die Digitalisierung des Personalmanagements, dann Diversity, dieses Recruiting- und Employer-Thema und Purpose. Digitales HR oder Personalmanagement, sagte ich bereits schon, ist zum einen natürlich, dass ich sage, ich habe hier so eine doppelte Digitalisierungsaufgabe, denn auf der einen Seite muss ich human digitalisieren, das heißt, ich muss auf der einen Seite Menschen mit digitalen Kompetenzen ausstatten und gleichzeitig muss ich aber auch digitale Prozesse gestalten. Und in dieser Doppelfunktion ist HR gerade. Ja, das ist das, was wir gerade schon mal hatten. Das sind so Themenfelder, die derzeit von Bedeutung sind. Diversity heißt ja auch, dass letztendlich ganzheitliches Diversity Management auch eine Auseinandersetzung mit diesen vielfältigen Themenbereichen erfordert. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Menschen mit vielfältigen Hintergründen da sind, wo er Umgang ist oder auch eine Bereitschaft von den Unternehmen dort auch hinzuschauen, dann sehen wir, dass da noch definitiv Handlungsbedarf besteht. Das ist mal das eine in all den Themenfeldern. Ich habe mal ganz kurz nochmal für Sie diese Charta der Vielfalt mitgebracht in all den Themenfeldern, die letztendlich Diversity und die Vielfalt mit beschäftigen, nämlich zum einen, dass alle Mitarbeiter frei von Vorurteilen sich gegenseitig wertschätzen, egal ob Alter, ethischer Herkunft, Nationalität, Geschlecht, geschlechtliche Identität, körperlicher und geistiger Fähigkeit, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Also, dass diese Charta der Vielfalt in den Unternehmen noch lebendiger wird. Das sind so Themen, die uns derzeit beschäftigen.
Also ich mache da einfach so eine Reise mit durch, damit wir nachher eine schöne Diskussionsgrundlage haben. Wir haben Themenfelder wie Recruiting, ja, Recruiting und Employer Branding. Wir sprechen mittlerweile von einer Employee Experience, also von einer Arbeitnehmererfahrung, die positiv gestaltet sein soll, weil wir eben auch aufgrund dessen, dass wir überall sichtbar sind, also aufgrund von sozialen Medien etc., nicht nur in der Lage sein müssen, an diesen Stellen zu rekruten, sondern uns aber auch bewusst sein müssen, von wo überall wir beobachtet werden als Unternehmer und auch als HR. Denn junge Leute, da gibt es so einen schönen Spruch in der Führung, junge oder Menschen kommen zu Unternehmen und verlassen Unternehmen wegen Führungskräfte und wegen Führung. Ja? Also, dass man diese Employee Experience ein Stück weit ausgestalten und sagen können, wir sollten die individuelle Perspektive der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen, was wir ja gerade schon so hatten. Wir versuchen sie an Bord zu bekommen, also in Form von einer Erfahrung, dass das, was er im Außen erfährt, auch im Innen wieder erfahren kann. Und wir sollten versuchen, sie auch zu halten und gemeinsam mit ihnen Lösungen entwickeln und gestalten. Das ist so die Idee der Employee Experience. Was bedeutet es, diese Arbeitnehmererfahrung als Gesamtes fürs Recruiting, dass wir eben sagen, ich komme in einer Organisation an, also im besten Fall habe ich im Vorfeld schon positive Erfahrungen gemacht mit dem Unternehmen, sei es in der Region oder sonst was. Dann habe ich eine Interviewerfahrung, ich fühle mich irgendwo wohl oder nicht wohl. Ich stelle fest, dass dieses Thema Wohlfühlen im Personalmanagement wieder eine größere Bedeutung hat als noch vor 1,5 Jahren, weil diese sozialen Interaktionen doch wenig waren in den letzten 1,5 Jahren, dass ich eine Einarbeitung bekomme, dass sich jemand um mich kümmert, dass jemand überhaupt meine Leistung sieht, mich mit mir entwickelt, dass es eine Personalentwicklung gibt, eine Beförderung und so weiter. Das alles sind Mitarbeitererlebnisse, auch teilweise MA-Management mittlerweile genannt, Mitarbeitererlebnismanagement, was uns dann, wobei das ist ein Riesenakt, sich dort dafür zu stellen, uns auch helfen könnte, uns für so ein Great Place to Work irgendwo zu bewerben, wo Mitarbeiter schon im Außen oder Menschen, die sich bewerben wollen, im Außen sehen, dass es Experience, hier sind Menschen, die arbeiten gerne. Dann haben wir als nächsten Trend nochmal, auf den wir genauer drauf schauen wollten, den Purpose, diese Sinnhaftigkeit. Weil bei all den aktuellen Herausforderungen, Organisationen brauchen Sinnhaftigkeit auch als Quelle, als eigene Energiequelle. Und diese Identifikation geben wir aber auch an die Mitarbeiter wieder weiter. Ja? Als Unternehmen, die für sich gerade so schleudern, so Sinnlosigkeit erleben aufgrund von verschiedensten Restriktionen, die sie haben, hatten. Das erleben wir im Moment alleine mit klassischen Themen, 3G, nicht 3G, doch virtuell, vielleicht können wir uns doch irgendwo treffen, welchen Regeln gibt es, wie viele Leute dürfen in ein Büro oder nicht in ein Büro. Das macht Arbeiten gerade extrem anstrengend für alle Beteiligten und da ist es umso wichtiger, immer wieder den Sinn zu haben und zu behalten. Und bei der Sinnhaftigkeit, also das ganz generell auf ein Unternehmen bezogen, gibt es natürlich auch nochmal so die Unterscheidung, wie ist die Sinnhaftigkeit oder die Sinnerwartung eines, ich nenne es jetzt mal eines Babyboomers oder einer Generation X, die ja so alle, sage ich jetzt mal, so über 50 sind. Und was macht Generation Y und Z auch aus, die ja unter 30 sind? Und ich habe eine ganz interessante Folie irgendwann mal gefunden, kürzlich. Der große Unterschied zwischen den jeweiligen Generationen ist ja auch, dass wir sagen, die Generation, sag jetzt mal der Älteren, die hatten mehr oder weniger gar keine so hohen Erwartungen, als sie irgendwann mal in einem Job sind. Ja?
und waren dann eher positiv überrascht, wenn die Realität, die sie vorgefunden haben, irgendwie besser war als das, was sie erwarten. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Altersdurchschnitt hier ist, aber an vielen Stellen war ja auch schon so die Erziehung zum Teil so, erwarte nicht so viel, dann kriegst du vielleicht mehr als wie auch immer. Das ist so die Möglichkeit, auch hier haben wir Chancen zu motivieren, immer Unternehmen und einen Sinn zu vermitteln. Wenn wir uns mal die Generation anschauen, die auf dem Arbeitsmarkt noch jung ist und auch kommt, die haben wahnsinnig hohe Erwartungen, ja, und malen sich die Welt ganz bunt aus und treffen dann auf die Unternehmensrealität und sind dann natürlich automatisch demotiviert und auch enttäuscht, ja, weil sie so eine Realität sich erschaffen haben, die es in der Form so gar nicht gibt. Und da allein gibt es natürlich auch schon gerade bei der Sinnhaftigkeit Generationenthema zum einen, das ist, was wahrscheinlich sowieso derzeit in vielen Unternehmen ist, aber es ist auch ganz schwierig, ist es Sinnhaftigkeit zu vermitteln. Und damit kommen wir eigentlich auch zu den Herausforderungen, die wir gerade bewältigen sollten und müssten. Und das sind einmal, wie kriegen wir flexible Arbeitszeitmodelle hin, die jedem passen? Ja, wie kriegen wir das überhaupt als Unternehmung klar? Wie kriegen wir das klar, wenn wir Mitarbeiter haben, die in irgendeiner Form flexibilisieren können und andere aber nicht? Ja, wie können wir generell flexiblere Formen der Zusammenarbeit finden? In welcher Form ist das möglich? Wie können wir die Organisation ein Stück weit, sag ich jetzt mal, verschlanken und weniger hierarchisieren? Wie können wir Mitarbeiterakquise und Employer Branding zeitgemäßer gestalten und damit auch, wie gesagt, eine eigene Marke oder eigenes Stellenwert in der Region, für die Menschen, die sie für die Employees bekommen. Wie können wir ein gesundes, ich nenne es jetzt mal Company Care Konzept im Unternehmen aufstellen, also das Thema Gesundheit? Wie können wir unser technologisches Arbeitsumfeld modernisieren? Wie können wir moderne Arbeits- und Kommunikationsstrukturen kreieren? Bildungsprogramme gestalten, die aktiv sind und attraktiv auch sind. Leistungsmanagement überprüfen, also das ganze Controlling. Und wie können wir die Lernstruktur im Unternehmen gestalten? Das waren so die Kernthemen, die ich Ihnen jetzt in dem Impulsvortrag einfach mal mitgeben würde. Und ich freue mich jetzt auf all die Diskussionen oder die Diskussion, die wir haben werden. Ich möchte noch mal ein Zitat von Einstein. Ich finde manche Zitate von immer wieder ganz interessant und auch so zeitgemäß enden. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas verändert. In diesem Sinne freue ich mich auf verändernde Diskussionen und Ihren Input und Impuls. Vielen Dank.